I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin Alpha Saphir. Hier bei Crush 45 89. Im letzten Part haben wir uns unser nächstes Teammitglied gefangen, nämlich unser Panzer-Aeron. Und ja, es ist kein gewöhnliches, es ist ein spezielles, weil es nämlich auch die Attacke Himmelsfähiger beherrscht. Und es hat sogar ein gutes Angriffswesen, also ein Angriffs-Plus-Wesen, was natürlich ziemlich gut ist, weil generell ist der Panzer-Aeron eher ein physischer Angreifer. Und das, ja, finde ich ganz praktisch. Außerdem, wie angekündigt, wird auch dieser Part jetzt nachkommentiert sein, denn ich habe es auch im letzten Part schon erwähnt. Ich habe leider den Fehler gemacht, das Mikrofon bei meinem Verstärker das Mikrofon in einen falschen Klinkenstecker reinzustecken, weil es hat nämlich zwei Klinkenstecker und ja, habe ich es leider Gottes in den falschen reingesteckt und da hat dann leider natürlich mein Mikrofon jetzt nicht meine Stimme auf den PC übertragen und tja, ja. Wenn ich jetzt nicht auf solche Dinge achte, dann ist es wohl klar, dass ich dafür bestraft werde. Vor allem, ich hatte schon so eine Situation und ich habe meinen Fehler von damals anscheinend nicht gelernt. Ich sollte wirklich ab jetzt vor achten, vorher noch ein paar Sekunden Aufnahmetests vor jedem Part zu bestreiten, ob auch wirklich jetzt mein Mikrofon aufnimmt oder nicht. Und was mir natürlich auch wundert, ist, dass jetzt zum Beispiel Panzer-Aeron nicht stärker erlernen kann. Aber nun ja. Da muss ich halt ein anderes Pokémon dafür herhalten. Dafür bekommt jetzt Panzer-Aeron die Attacke Geheimpower. Und außerdem habe ich auch noch beschlossen, diesen Pokémon freien Fall beizubringen. Weil die Attacke habe ich bisher noch nie so wirklich in Einsatz sehen können. Die habe ich schon mal in der 5. Generation bekommen, aber nie in Einsatz gehabt. Ich glaube sogar, ich hatte mal ein paar Flug-Pokémon, aber keins von denen konnte die Attacke lernen. Und so wird es jetzt bei Panzer-Aeron anders sein. Also so wird das jetzt endlich bei Panzer und der Fall sein, dass diese Attacke doch noch lernen kann. Allerdings habe ich jetzt noch nicht die genaue Funktion dieser Attacke begriffen, denn nun, den Grund werdet ihr natürlich jetzt erfahren, weil es liegt nämlich daran, dass es anscheinend einige Pokémon damit nicht attackieren kann, beziehungsweise nicht schaden kann, einigen von denen. Was mich da schon ein bisschen wundert. Aber nun gut. Sorry, immer noch leichtes Kratzen im Hals. Machen wir also jetzt mal weiter. Wir wollten da jetzt eigentlich in diesem Part, werden wir jetzt nämlich noch die Route 113 bestreiten. Die ganzen Trainerkämpfe und vor alledem bekommen wir dort hier unsere Aschetasche, wo wir mit der Asche auch neue Gegenstände herstellen können. Und dieses Mal aber ist das Aschesammeln etwas anders. Weil, nun, ihr werdet es gleich sehen, wenn wir die Route erstmals betreten. Da sehen wir nochmal unser Panzer-Aeron in voller Pracht. Mit seinen Flügeln aus Stahl. Oh yeah. Und natürlich auch Smogon. Beide müssen natürlich noch trainiert werden. Und unser nächstes Teammitglied ist natürlich auch nicht fern, denn das werden wir auch noch direkt vor der 4. Arena bekommen können. Vor Bad Lavastadt. Nämlich beim Stallpass. Oder war es der Stallpass? So ist es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hier ist. Aber egal. So, wie wir hier sehen können, können wir jetzt nicht mehr durch das hohe Gras die Asche aufsammeln, sondern bei den Aschehaufen hier in der Mitte. Zum Beispiel. Da kann man jedes Mal sicher wenn man die Aschetasche hat, die Asche holen. Aber wie viel Asche man insgesamt dafür bekommt, das weiß ich nicht. Vielleicht wird das erstmal ein Aschehaufen unberechnet, weil früher war das noch in Schritte unberechnet. Also früher wurde das noch in Schritten eingerechnet und jetzt muss man einfach durch den Aschehaufen laufen. Und ich weiß nicht, ob es dann je nach Aschehaufen, je nach Haufen geht, wie viele, was man jetzt genau herstellen kann oder nicht. Weiß ich aktuell nicht. Aber das werden wir demnächst noch erfahren. Auf jeden Fall, möchte ich jetzt
möchte ich jetzt hoffen, dass ich auch diesen Part noch hinter mir bringen kann mit den Nachkommentieren, bevor ich dann endlich mit meinem Live-Commentary weitermachen kann. Denn ich weiß jetzt, mein Mikrofon nimmt er auf, weil ich konnte das letzte Kommentar erfolgreich aufzeichnen über Outer City. Und wenn Outer City das schon kann, dann wird Fraps das jetzt auch diesmal wieder können. Huiuiuiuiuiui. Ich bin da schon wirklich ein bisschen aggro deswegen, weil mich regt das wirklich so etwas auf, wenn sowas passieren muss. Aber irgendwie bin ich auch selbst schuld daran, wenn ich nicht aufpasse, was ich jetzt eigentlich aktuell mache. Uff. Wenn man halt unachtsam ist, dann wird man auch bestraft. Klar wie Kloßbrühe. Aber gut. Wollen wir jetzt nicht drum philosophieren, sondern uns lieber mal den Part widmen. Ich werde natürlich versuchen, den auch jetzt möglichst so gut wie möglich zu dokumentieren. Und vielleicht fällt mir dazwischen auch wieder ein Thema ein, das ich vielleicht ansprechen möchte. Sorry. Aber aktuell habe ich jetzt nicht so wirklich News, über die ich jetzt sprechen möchte, weil normalerweise rede ich auch so das in einem Infovideo und ich habe auch schon im Infovideo angekündigt, dass ich zu Weihnachten vom 25. Dezember bis 1. Jänner, zum 25. Dezember 2014 bis Neujahr 2015 keine Videos bringen kann. Aber trotzdem immer noch über Kommentare oder PNs erreichbar bin und euch so schnell wie möglich zurückschreiben kann. Da ich ja immer noch in Österreich bin. Ihr kennt das ja, das ist das übliche Prozedere bei mir. Natürlich kann es auch mal vorkommen, dass es nicht, dass ich dann nicht zu Weihnachten frei haben werde und dann auch noch meine Familie dort in meine Heimat besuchen kann. Aber hey. Wenn ich halt die Chance habe, dann nutze ich sie auch. Und vor allem, wenn ich halt bisher habe ich ja halt zu viel Glück gehabt, dass ich auch weiterhin zu dem Zeitpunkt Urlaub nehmen darf. Nur wenn meine Kollegen mal sich anders überlegen und etwas anderes vorhaben und selber mal Urlaub nehmen möchte und ich sie vertreten soll, dann okay, dann mache ich das selbstverständlich auch. So gehört sich das auch. Weil, so arbeiten, so sollen natürlich Kollegen auch zusammenhalten. Weil in meiner Firma geht es mir ohnehin wirklich blendend. Ich habe allesamt liebe Kollegen und wirklich super Chefs. Also, ich kann mich nicht beklagen. Wenn ich irgendwie Hilfe brauche, was auch immer, sind sie immer für mich da. Und ich gebe mir auch feste Mühe, dass ich meinen Beitrag für die Firma leisten kann. So gut es geht, weil im Augenblick gehe ich halt, kann ich mich halt noch unter den Status Aushilfe und Unterstützer einteilen. Also, dass ich halt und unter denjenigen, der sich weiterbildet, einteilen, weil auf Anhieb kann ich natürlich jetzt nicht alles, was es da gibt. Ich bin auch erst seit ein paar Jahren da tätig, aber nun, in bestimmten Dingen kann ich natürlich auch was dazu sagen und auch Neulingen weiterhelfen bei bestimmten Sachen, die ich jetzt noch mache, weil mal gehört es zu meinem alltäglichen Alltag, dass ich zum Beispiel die Hauspost überbringe und sie in die Post, also zur Postlaufstelle bringe und auch von der Postlaufstelle die Post abhole und sie verteile und was auch immer. Ich habe wirklich mehr als genug zu tun. Bei unserem Logistikcenter, also in unserem Lager, das sich Logistikcenter nennt. Und ja, ich bin natürlich mit meinen Tätigkeiten, mache natürlich meine Tätigkeiten gerne. Ich bin auch wirklich mit meiner Situation dort zufrieden. Und auch, auch wenn ich so manches Mal wirklich Patzer machen wegen meiner Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizit, habe ich wirklich schon viel Lob von meinen. Ich will natürlich jetzt nicht, dass ich selber loben, aber ich habe natürlich auch schon viel Lob von meinen Kollegen und Chefs bekommen, auch wenn ich schon so manches Mal immer Patzer gemacht habe, aber hey, jedem passiert mal Fehler. Auch wenn das bei mir schon etwas öfters vorkommt als bei so manch anderen. Aber okay.
Ich muss mich halt immer noch da weiterbilden lassen. Aber mit der Zeit wird dann schon alles besser hinhauen und bisher ist ja die aktuelle Situation, läuft es ja schon mal aktuell ganz gut bei mir, also ganz gut bei mir in der Arbeit und ja, das soll auch weiterhin beibehalten werden. und ich kann halt auch zum Beispiel anderen Neulingen oder Realpraktikanten, die was dann sich bei uns melden, kann ich dann auch gerne mal aushelfen bei bestimmten Situationen, dass sie auch eine Tätigkeit haben, weil ich kann sie auch zu meiner Tätigkeit einführen und ihnen zeigen, wie sie das machen sollen oder wie das geht und was auch immer. So kann ich natürlich auch bisschen Betreuung hinzufügen. Das gehört nun mal auch dazu. Wenn jemand was Neues lernen will, dass auch jemand dabei ist, welcher einen dabei betreut, bis dass er es im FF beherrscht. So ist es auch bei mir der Fall gewesen. Und dann kann ich natürlich auch meine Erfahrungen weitergeben, wenn es sein muss und wenn es geht. Also wenn es geht, würde ich sagen. Und wenn ich es auch kann. Ich werde es ja wohl können, weil ich meine, wenn ich mir schon meine Tätigkeit bewusst bin und wenn ich weiß, wie alles läuft, also wie es ablaufen muss, dann werde ich das wohl auch weitergeben können, wenn es auch wirklich nötig ist. Wenn man an meine Tätigkeit interessiert ist und auch mich vertreten muss oder was auch immer, oder wenn man mein Tätigkeiten machen muss oder halt sich meine Tätigkeiten einfach mal anschauen möchte, dann ist es gut, wenn ich selber Bescheid weiß und wenn ich denen auch selber alles zeigen kann, wie ich das jetzt mache und wie das jetzt gemacht werden soll. Ihr wisst es schon, ich zerrede das jetzt ein bisschen zu viel. Ihr wisst ja, wie ich es meine. Ja, jetzt habe ich mal auch ein bisschen über meine Arbeitsstelle oder ja Arbeitsstelle ein bisschen philosophiert. Ist auch mal ein gutes Thema, wenn ich halt nachkommentieren muss. Weil so vergeht die Zeit auch wirklich schneller, wissen wir ja. Ich meine, natürlich konzentriere ich mich nach wie vor auf das Video, denn ich muss ja auch darauf achten, wann es jetzt genau endet, damit ich auch das Commentary rechtzeitig beenden und dann auch richtig dazu schneiden kann. Weil externe Aufnahmen sind da wirklich keine einfache Aufgabe. Ich meine das externe Hinzufügen von, also externe Aufnehmen von Stimmen ist wirklich alles andere als leicht, weil es da öfters passieren kann, dass es asynchron wird. Ich meine, bei solchen Programmen, bei sowas wie bei meinem Avamedia Live Gamer Portable, dessen Aufnahmeprogramm ja die Stimme auch noch in einer externen Datei dazu mit aufnimmt, gleichzeitig zum Video, bei denen ist es kein Problem. Da kann ich die Tonspur einfach zu meinem Renderprogramm direkt hinzufügen und schon ist es synchron dabei. Schon ist das Kommentar synchron dabei. Naja, bei einigen Videos ist mir aufgefallen, dass es ab und zu nicht der Fall war, weil das ist mir zum Beispiel auch bei einem Part von Hyrule Warriors aufgefallen, als ich mir den nochmal angeguckt habe auf YouTube. Ab und zu gucke ich mir auch meine Videos auf YouTube an, um zu sehen, wie sie qualitativ jetzt auf YouTube eigentlich aussehen. Und da ist es mir auch dazwischen aufgefallen, dass ein Kommentar schon mal asynchron wurde. Kann natürlich auch sein, dass ich dazwischen mal die Tonspur nicht so wirklich auf den Anfang des Videos verschoben habe, weil die Tonspur muss ja wirklich direkt an den Anfang der Videospur gebracht werden, damit das Kommentar dann synchron drin ist. Und vorletzten, wenn ich dann dazwischen schneiden muss, dann schneide ich ja auch die Tonspur mit und lege sie dann direkt an und dann werden natürlich sowohl und dann lege ich sie direkt mit den äh,
mit der Videodatei an den ans andere Ende vom Schnitt der. Oder wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken? Also, wenn ich jetzt ein. Wenn ich jetzt mal dazwischen schneiden muss, dann muss ich natürlich dann die Dateien, sofern ich da die Datei, die den Schnitt dazwischen gelöscht habe, die geschnittene Datei, also die übrig gebliebenen, also der letzte Rest vom Video und vom Audio, was geschnitten wurde, nachdem ich das gelöscht habe, muss er dann von der anderen, vom anderen Teil, der dabei ist, muss er dann, damit das Video direkt an der Stelle weitergeht, muss er dann an den, an das andere, an den letzten Schnittpunkt nochmal zurückgesetzt werden. Also zurückversetzt, also dorthin geschoben werden, die Spur. Und dann wird es direkt, dann geht es ja auch direkt dann weiter mit der Stelle, wo zuletzt geschnitten wurde, weiter. Und so muss es auch bei der Audiospur sein, damit auch das Kommentar weiterhin synchron bleibt. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt richtig ausgerührt, dass ihr versteht, was ich meine. Ich meine, ich erzähle natürlich den meisten nichts Neues, weil so manche von euch sind auch Let's Player oder arbeiten auch mit Renderprogrammen oder wissen, was Renderprogramme sind, und ich schätze mal, da brauche ich jetzt nicht unbedingt, genauer diskutieren oder genauer darauf eingehen. Wenn, dann werde ich das mal bei meinem Kanaltrailer machen. Wenn ich mal einen Kanaltrailer erstelle, wenn ich mal Zeit dafür habe. Bisher habe ich aktuell nicht so viel Zeit dafür gefunden. Aber ich denke mal, zu meinem Weihnachtsurlaub werde ich dann wahrscheinlich die Zeit finden. Wo ich mir dann überlegen werde, wie ich das jetzt, genau erstellen kann. Ich habe da schon eine Vorstellung davon. Nur die Umsetzung, die wird dann natürlich ein bisschen haarig werden. Vor allem das Material dazu sammeln. Ich werde hauptsächlich die Stimme dazu über Outer City noch aufzeichnen, und dann muss ich aber dafür noch das passende Videomaterial finden. Und das war schon beim 2000 Abo Special, hat das ganz schön lange gedauert, ganze visuelle Material zusammenschneiden konnte, und auch beim 500 Abo Special hat mir das ganz schön viel Zeit gekostet, und auch hier wieder wird das ein Haufen Zeit fressen, das alles richtig zusammenzuschneiden. Und vor allem die Videos erstmal zusammenzufinden und dann richtig zusammenzuschneiden, das braucht viel Zeit. Und das sind dann meistens nicht meine eigenen Videos, die ich dafür verwendet habe. Das sind auch Videos von YouTube, die ich runtergeladen habe. Die ich herausgesucht und runtergeladen habe. Und dann muss ich natürlich dann auch, die muss ich natürlich dann auch alle immer zusammenschneiden bis zu einem gewissen Punkt, und wenn es nur ein paar Szenen gewesen wäre, die ich zusammen gemixt hätte, dann wäre es kein Problem gewesen, oder es waren Haufen Videos, die ich zusammenfinden musste und zusammenschneiden musste. Nun ja, ihr versteht schon, was ich meine. Es wird halt beim Kanaltrailer wie ich das jetzt noch zusammenstellen werde, weil ich habe ja schon eine Grundidee dafür, aber die Umsetzung wird da wieder Haufen Arbeit sein. Ich werde noch schauen, ob ich das vielleicht noch über die Weihnachtsferien fertig bekomme, und ansonsten muss ich mich halt auf die Aufnahmen von anderen Let's Play Projekten noch konzentrieren. Wir werden schon sehen, wie das noch laufen wird. Ich meine, so manche Freunde jetzt sagen, warum jetzt ausgerechnet Kanaltrailer, hast du den nötig? Naja, schon, weil da sind nämlich allerlei Informationen über meinen Kanal enthalten, und ich möchte natürlich, ich möchte natürlich auch gucken, dass ich auch wirklich neuen Abonnenten, die was jetzt meinen Kanal entdecken, möchte ich auch, eine Einführung über meinen Kanal mittels Video, bringen. Und weil bevor schon wieder irgendwelche unnötigen Fragen aufkommen, die eh schon längst beantwortet worden sind, sollten Sie sich natürlich zuerst mal mein Kanal-Trailer-Video ansehen, weil das sind nämlich alle Infos über meinen Kanal enthalten. Also wirklich jede Information.
auch zum Beispiel, wann jetzt was kommt und was auch immer für typische Fragen da meistens im Auftreten werden, leider Gottes. Ich mag das wirklich unter anderen Let's Playern unter den Kommentaren, dass sie immer noch fragen, bringst du heute noch das und das? Und das, obwohl das eh schon über Infovideos oder Kanaltrailern gebracht hat oder so oft schon erwähnt in anderen Videos erwähnt hat, dass man da auf seinen Uploadplan gucken muss über Kanalinfo. Das ist ganz einfach. Das kann man auch übers Handy aufrufen. Das ist auch nicht so schwer, dass man da einfach zuerst mal nachguckt. Aber leider Gottes gibt es immer solche, die ohne nachzudenken, unnötige Frage stellen. Hey, ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse von mir, weil eigentlich könnt ihr da selber nichts dafür und ich wäre dann jetzt nicht viel besser, wenn ich mich jetzt darüber aufregen würde. Aber auf Dauer kann es wirklich schon nerven. Vor allem, weil es schon zum Grundwissen eines YouTubers gehören sollte. Und man nur YouTuber werden sollte, wenn man auch so etwas weiß. Ich meine, da bin ich vielleicht etwas zu offensichtlich, offensichtlich heißt es ja nicht. Da bin ich jetzt schon ein bisschen zu zuversichtlich. Genau, zuversichtlich, was das betrifft. Weil man kann ja wirklich nicht von jedem jetzt erwarten, dass er das sofort weiß. Wenn er einmal fragt, dann wird er auch nur ein einziges Mal fragen und man muss ihn einfach nur sagen, guck seinen Kanal-Trailer oder guck auf seinen Upload-Plan oder was auch immer und dann weißt du, was los ist, ne? Auch wenn es schon auf Dauer lästig wird, weil es immer wieder welche solche geben wird, sollte man wirklich sanft mit denen umgehen und ja. Leider Gottes war ich schon ein paar Mal nicht so nett, muss ich sagen. Das, obwohl ich eigentlich nicht so einer bin, der sich gleich über sowas aufregt. Naja. Vor allem liegt auch daran, weil es ist ja auch aufgrund der Tatsache, weil wenn man mich jetzt auch schon wieder wegen Inazuma fragen will, obwohl ich eh schon längst gesagt habe, gibt's nicht mehr bei mir, da wird das auch auf Dauer nervig. Da werde ich natürlich auch in den Kanal-Trailer hinzufügen, dass wo ich Anime-Games spiele, auch teilweise Anime-Games spiele, weil ich werde auch wirklich da erwähnen, was ich jetzt eigentlich hauptsächlich für Spiele Let's Play und was ich am liebsten spiele. Und wenn ich sage Anime-Games, dann natürlich jetzt nicht jeder Anime und vor allem habe ich ja zwar schon mal sowas wie Inazuma gespielt, aber ich habe die Lust darauf verloren und wenn du mich nur wegen Inazuma abonnierst, wird mich das nichts bringen, denn es wird nach den Inazuma-Games, nach den Inazuma-Let's Plays, die in diesem Kanal enthalten sind, keine weiteren Inazuma-LPs mehr folgen. Weil, ja, ich erwähne es immer noch mal gerne, wenn man mich jetzt nur alleine wegen Inazuma abonniert, dann bringt mir das natürlich nichts, dann sollte man mich gleich wieder deabonnieren, weil egal wie man mich bettet, bettelt oder anfleht, ich werde niemals mehr Inazuma bringen. Bei mir kommt das nicht mehr. Ich habe die Lust darauf verloren und Ausschluss passt da. Das ist so und bleibt auch so. Ich habe nochmal ganz andere Vorlieben. Auch wenn mir das kaum noch Aufrufe aufbringt, ist mir das sowas von Pieps egal. Weil ich will mir jetzt nicht von irgendwen vorschreiben lassen, was ich jetzt spielen soll. Ich spiele das, worauf ich am meisten Bock habe. Und auch Pokémon gehört zu den Dingen, die meisten Bock habe, wie ihr auch sehen könnt. Ich habe natürlich schon viele verschiedene Spielevorlieben, aber es gibt natürlich gewisse Sachen, die ich am allermeisten mag und die ich hauptsächlich auch immer mache. Und dazu gehören Nintendo und Sonic Games. Das ist meine allergrößte Vorliebe. Und natürlich unter der Kategorie gibt es natürlich auch nicht alles, was ich wirklich spiele ich natürlich jetzt auch nicht alles unbedingt als Let's Play. Und in Sonic Games gibt es natürlich irgendwelche Sonic Games, die ich nicht gerne mag und auch nicht als Let's Play bringen möchte. Und so, vielleicht höchstens als Let's Show mal das Spiel kurz zu zeigen.
Und so ist es auch bei Nintendo. Ich spiele auch nicht alles, was von Nintendo kommt, weil zum Beispiel glaube ich nicht, dass ich Metroid spielen werde. Oder Kid Icarus klingt vielleicht noch interessant, aber Kid Icarus Uprising, naja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich spielen möchte, weil man da laufen unterbrochen wird und weil man da extrem sich konzentriert, weil man da wirklich extreme Konzentration braucht und dann das Let's Play noch dazu, dürfte schwierig umzusetzen sein. Das habe ich auch bei einem anderen Let's Player gemerkt, der es versucht hat, aber der hat das einfach nicht bringen können. Er hat höchstens ein Video mal, Videoschnitt damit gezeigt und mehr auch nicht und auch unkommentiert, weil er ist einfach nicht damit zurechtgekommen, sich richtig darauf zu konzentrieren. Und ich habe auch einen Konzentrations- und Aufmerksamkeitsdefizit, da weiß ich also nicht, ob ich solche Spiele wie Kid Icarus Uprising auch noch bringen könnte. Ich habe zwar jetzt 3 Death Capture Card, aber ja, ich weiß es noch nicht, ob ich das wirklich machen kann. Und da hat mich zum Beispiel jetzt die Tatsache gewundert, warum jetzt auf einmal Ninjas nicht mit freier Fall geschädigt werden konnte, weil das war eine Flugattacke, aber komischerweise wirkt freier Fall nicht. Wahrscheinlich liegt das daran, weil Ninjas nämlich fliegen kann und mit freier Fall wird der Gegner zu Boden geworfen und da kann sich irgendwie Ninjas anscheinend, da es fliegen kann, gerade nochmal den Sturz, kann es den Sturz gerade nochmal abbremsen und dadurch jeglichen Schaden vermeiden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb ich mit freier Fall gar nicht treffen kann. Oder wie seht ihr das? Ich würde zu gerne wissen, warum ich zum Beispiel Ninjas nicht mit freier Fall treffen kann. Das schreibt mir das auch mal in den Kommentaren. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Aber okay, wo war ich jetzt zuletzt? Beim Thema Kanaltrailer und so. Ja, also von... Ich spiele natürlich auch nicht wirklich alle Nintendo Games und unbedingt jetzt gerade, weil ich glaube, die ganzen NES-Klassiker von den Spielen, was ich gerne mag und was auch immer spielt, natürlich auch jetzt nicht unbedingt. Aber vielleicht, wenn noch ein oder zwei Games kommen, die ich vielleicht doch mal als Let's Play bringen werde, wenn ich wirklich jetzt alles schon gebracht habe, was ich unbedingt machen wollte. Und vielleicht finde ich dann etwas Neues, was mich vielleicht auch interessieren könnte. Das kann ich da gerne mal ausprobieren. Als so alt ein richtig Retro-Games rausbringen, die ich vielleicht mal ausprobieren möchte, also Blind Let's Plays von Retro-Projekten, die ich vorher noch nie gespielt habe, weil ich meine, ich habe zum Beispiel auch The Legend of Zelda Ocarina of Time noch nie gespielt und auch nie jetzt Let's Play gesehen und da möchte ich gerne die 3DS-Version deshalb Let's Playen. Sowas zum Beispiel. Da gibt es glaube ich noch ein oder zwei andere Dinge, die ich blind Let's Playen werde, die es schon länger gibt, aber die ich noch nie selber gespielt habe. Beziehungsweise auch noch nie jetzt Let's Play gesehen habe. Das aber auch nicht den Inhalt kenne oder auch nur so gut wie gar nicht kenne. Aber das kommt noch alles zu. Aber es kommt noch alles zu, alles mit der Zeit. Und das andere Thema jetzt nochmal, über Kanaltrailer und so, wann was kommt und wie auch immer. Ich sollte versuchen, sowas nicht ernst zu nehmen. Wenn dann ständig dieselbe Frage aufkommt, sollte ich jetzt nicht anfangen, auch noch aggressiv darauf zu reagieren, sondern einfach normal zu antworten, gibt's bei mir nicht mehr und aus. Oder guck einfach Kanaltrailer, da findest du alle Infos und so weiter und so fort. Ihr versteht jedenfalls. Ihr versteht bestimmt alle, was ich meine. Und okay. Damit müsste jetzt alles ausgesagt sein. Und ich habe auch noch über meine Arbeit was geredet. Der Part ist ja schon fast vorbei. Und ja, es dauert jetzt nur ein paar Minuten. Also noch gucken. Ja. Insgesamt dauert er 34,5 Minuten. Also es sind noch 5 Minuten übrig und ja, jetzt sind wir endlich in Laubwechselfeld angelangt, aber da empfängt uns auch nämlich Briggs, weil nämlich ein Notfall vorliegt, weil es nämlich um Professor Cosmo gibt, der von Team Aqua entführt worden ist. Wie bereits seine... ist es seine Frau? Uns mitteilt und... Ja.
Sie haben ihn also den zu den Meteorfällen gebracht. Der Professor hat sich aber auch reinlegen lassen, weil sie nämlich an seine Forschungsarbeiten für Meteoriten interessiert waren. Und das hat ihn jetzt so gehypt, dass er ihnen einfach blindlings gefolgt ist. Ja, wie naiv kann man eigentlich sein, aber er hat auch nicht, er kannte auch Team Aqua nicht und er wusste auch nichts von ihren Absichten, deswegen kann er eigentlich auch nicht wirklich was dafür. Das kann man natürlich jetzt nicht übel nehmen. Aber ja, von solchen zwielichten Typen hätte ich wenigstens schon etwas skeptisch sein müssen. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass ich, natürlich heißt es nicht, dass ich jetzt wirklich vom ersten Blick von Menschen eingehen würde, weil das wäre rassistisch. Und das bin ich natürlich nicht. Ich meine damit nur, wenn er eine doch verdächtig aussehen könnte, wäre es vielleicht besser, wenn man vorher noch etwas Skepsis zeigt und vielleicht doch noch das nochmal. Oder wie sollte man das am besten anstellen? Dass man erstmals noch skeptisch sein sollte. Weil man muss erstmal den Menschen kennen, bevor man sagen kann, was jetzt in ihnen vorgeht und was nicht. Man soll aber auch keine Vorurteile schieben, gar nichts. Weil das gehört sich ja nicht, wir wissen das ja. Man soll niemals vom Aussehen eines Menschen ausgehen. Weil der Schein kann immer trügen. Immer. Und ja, damit dürft ihr raten, wer das hier ist. Ja, das ist nämlich Lana. Die Verwalterin des PC-Systems aus der dritten Generation. Die hatte früher den Sprite einer Lady gehabt und jetzt guckt euch mal an. Das nimmt man schon eine krasse Änderung, nicht wahr? Ja, durchaus, ne? Und natürlich können wir sie auch wieder auf Route 114 besuchen, aber ich weiß nicht, die hat uns da, glaube ich, dann irgendein Item dafür gegeben, wenn wir sie dann in Haus aufgesucht haben. Aber genau weiß ich jetzt nicht mehr, was sie uns dafür gegeben hätte. Aber sei es drum. Also in diesem Part habe ich jetzt mal ein bisschen über euch, über meine Arbeit philosophiert und wie es in meinem Kanal eigentlich zu laufen hat und was auch immer. Habe ich heute mal ein bisschen interessanter gestaltet, das Nachkommentieren. Aber ab dem nächsten Part wird es jetzt natürlich mit Live-Commentary weitergehen. Das verspreche ich euch, denn jetzt weiß ich auch, dass ein Mikrofon aufzeichnet und dann muss er auch natürlich Fraps aufzeichnen. Aber ich werde diesmal ab jetzt wirklich zur Sicherheit vor jedem Part mal eine Testaufnahme machen, ob da auch wirklich ein Mikrofon aufzeichnet, weil ich möchte so ein Desaster jetzt nicht nochmal erleben. Ich habe da jetzt wirklich 1,5 Stunden damit zugebracht, das nochmal nachzukommentieren. Und ich möchte das jetzt nicht nochmal haben. Weil es ist so, als hätte ich die Aufnahmen wirklich umsonst gemacht und ich müsste die Aufnahmen nochmal von vorne machen und das will ich nicht nochmal. Bitte nicht. Okay, in einer Minute endet es und ich würde dann eher sagen, ich verabschiede mich jetzt mit diesem Part und sage, wie immer gilt es, wenn es gefallen hat, einen Daumen hoch zu verteilen und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part mit dabei. Wenn es dann wieder mit Live-Commentary weitergeht, also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush4DFig89, bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, also danke, dass ihr dabei wart und ja, wir sehen uns. Also, weiterhin viel Spaß mit meinen Videos und bis zum nächsten Part von Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!